Herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei Oberpfalz TV. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratiemoloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Und da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Unsere Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen leisten Tag und Nacht einen aufopferungsvollen Dienst. Und hier muss gelten, dass die Zeit zum Pflegen da sein muss. Und dazu muss sicher auch im Bereich Dokumentation vieles verschlankt, vereinfacht werden. Die Hauptaufgabe der Pflegerinnen und Pfleger ist der Dienst am Patienten. Und von daher begrüße ich jede Initiative, die die Dokumentationspflicht etwas abmildert. ISA 2, Gundremmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden. Mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Ich denke, die Betreiber der Atomkraftwerke haben auch die ganzen Jahre die Gewinne komplett eingestrichen, nicht weitergegeben an die Kunden. Und von daher bin ich der Meinung, sie sind auch für die Entsorgung vollumfänglich selber zuständig. Es ist Ihre Aufgabe, Sie müssen dieser Verpflichtung nachkommen. Ich halte nichts davon, hier eine Stiftung zu gründen und das Risiko dann auf die öffentliche Hand am Ende auf den Steuerzahler zu verlagern. Das ist Aufgabe der Energiekonzerne. Und das war's von Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Wir sehen uns dann kommende Woche wieder hier bei Oberpfalz TV.